Löschen, oder? Ja, löschen. Warte, ich komme. Nein, das ist mein... Nein, Wilko! Was geht ab? Wir sind heute mal wieder auf meinem Server unterwegs. Mit dabei ist der gute Lil Devin. Hallo! Und wir nehmen heute eine Folge Grundstücke bewerten auf. Ich hoffe, du hast Lust, Devin. Ja, warum denn auch nicht, Alter? Sehr gut. Grundstücke bewerten ist schon echt wieder lange her. Wir hatten die Idee, dass es mal wieder an der Zeit ist. Ich hoffe, ihr habt Bock. Falls ja, dann vergesst auf gar keinen Fall hier jetzt einen Daumen nach oben da zu lassen. Dann wissen wir, dass euch solche Videos gefallen. Und dann würde ich sagen, Devin, dann können wir doch jetzt mal loslegen. Ja. Das hast du dir so nah... Oh nein! Ich dachte, ich hätte es gepackt, weil ich im Game Mode war. Und dann setzt du mich noch in den Game Mode 0. Naja. So muss das. Ich habe dich ja auch oft genug hops genommen, ne? Okay, dann kopiere ich mal die Bewertungs-Items. Oh, das Schild muss ich noch schnell schreiben, warte. Bewertet von GeiGeiTV und... Devin, wir haben den 3.11. Junge, sag mal, wie viele Schilder setzt du hier hin, Mann? Oh, ey, wir haben das einfach auf einem fremden Grundstück gesetzt. Wollen wir das nicht einfach mal hier stehen lassen? Das ist ein kleines Geschenk von uns. Ein kleines Geschenk, er freut sich bestimmt. Ja, Niklas, warte mal, wem gefällt ein Grundstück ist das? Niklas HD, wenn du das siehst, dann schau doch mal auf deinem Grundstück vorbei. Okay, Devin, dann... Können wir doch jetzt loslegen. Und das ist von SlashPE Shadow. Okay. Oha, das hat was. Das hat was von außen auf jeden Fall. Ja, ist sogar ein Vierer-Merch. Oha, sogar hier hat er so ein Teich. Das gefällt mir. Und der Teich, das ist auch einfach nicht nur einfach ein Teich. Das sieht richtig gut aus, Mann. Als würde das so richtig zum Haus gehören. Ja, also ich muss sagen, von außen gefällt mir das Haus auf jeden Fall schon mal sehr gut. Guck mal, er hat einen Hühnerstall gebaut. Komm mal zu mir. Hier hinten hinterm Teich. Ein Hühnerstall. Boah, und selbst der Hühnerstall sieht gut aus. Und was ist das hier? Ich würde mal... Warte. Wenn es mal wieder Lamas verfügbar... Ah, okay, das wird für Lamas irgendwann sein. Okay. Nicht schlecht. Oh. Hier hat er noch so ein Zelt mit so einem kleinen Lagerfeuer gebaut. Ein Grill, ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Joa, also ich muss sagen, gefällt mir. Auch der Brunnen hier, also hier wurde auf jeden Fall, der Platz wurde echt gut ausgenutzt. Hier ist noch eine Feuerstelle und hier ist auch noch ein Grill und so ein kleines Zelt. Also gefällt mir auf jeden Fall schon mal echt gut von außen. Dann lass uns doch mal reingehen. Oh, guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen, bevor wir reingehen. Guck mal, hier ist sogar eine Hängematte. Also er legt wirklich viel Wert auf kleine Details. Nicht schlecht, sehr cool. Habe ich so noch nie gesehen. Nee, hat auf jeden Fall was. Jetzt bin ich gespannt, wie es von drinnen aussieht. Was steht hier? Wer reinkommen möchte, einfach GMSG Shadow, okay? Ich erdreiste es mir jetzt einfach mal, die Tür so aufzumachen. Also. Nein, Hausfriedensbruch, scheiße! Oh, hier sind natürlich auch wieder Papageien am Start. Hat auf jeden Fall was. Das ist Piepsi. Und wie heißt du? Das ist Bobo. Bobo und Piepsi. Keine Namen auf jeden Fall. Nee, also von innen gefällt mir die Einrichtung auf jeden Fall sehr gut. Boah, hier ist sogar... Hier geht's hoch. Okay, was ist oben? Okay, ein Badezimmer, glaube ich. Ey, raus, ich bin am Baden, Alter. Es tut mir leid. Ich hab nichts gesehen. Was ist hier noch? Hier ist noch die andere Etage. Okay, das sieht ein bisschen aus... Oh, eine Bibliothek, glaube ich, oder? Ja, Arbeitszimmer, ja, das ist eine Bibliothek. Also ich muss sagen, gefällt mir sehr gut von innen, weil es wurde wirklich jeder Platz wurde hier genutzt. Was ist das hier? Hier ist noch ein Balkon. Wenn man hier hochgeht, kann man hier durch so einen kleinen Schlitz laufen. Hier ist ein Fitnessraum oder so. Ah, ein Boxsack! Ey, hat auf jeden Fall was. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Das gefällt mir hier richtig gut. Also ich habe bis jetzt selten Grundstücke gesehen oder Häuser Ernst, es gibt Grundstücke, die sind gut. Aber das Grundstück, das ist perfekt. Also wirklich, auch diese ganzen kleinen Details. Hier zum Beispiel, komm mal zu mir. Alleine sowas, das ist jetzt... Also ja. Alleine der Baum. Ey, hast du das gesehen? Hier ist ein Baumhaus sogar. Wo, warte. Lol, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wie kommen wir da rein? Ich bin einfach in Game Mode 3 gegangen gerade. Also ich muss sagen, meine Bewertung steht eigentlich fest. Das Grundstück ist wirklich perfekt.
perfekt durchgetaktet. Es gibt keine Stelle, wo ich mir jetzt so denke, so, ah, das hätte man besser machen können. Das hier ist meiner Meinung nach eine Full Dragon Eye Bewertung. Es kommt halt auch nicht, das Grundstück ist groß, aber es ist jetzt auch nicht so unmenschlich groß. Es ist dafür aber wirklich perfekt. Ah, du hast hier. Ach, du hast hier schon. Ich dachte gerade schon, wir haben das schon bewertet. aber du hast es hier schon hingemacht. Okay, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Nee, also das Grundstück gefällt mir richtig gut. Fettes Lob geht auf jeden Fall raus. Wer hat das eigentlich gebaut? Das ist von Shadow. Shadow. Shadow, die alle Nudeln. Nee, also Shadow. Großes, fettes Lob auf jeden Fall. Was man natürlich auf jeden Fall auch nie vergessen darf, ist, dass das alles hier nicht im Game Mode 1 gebaut ist, sondern dass alles gefarmt wurde. Ja, das ist immer die Challenge dabei. Wenn man das selber farmt und dann muss man gucken, okay, was baue ich jetzt? Also das hat er echt schon richtig gut hinbekommen. Nee, also das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich richtig geil hier geworden. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter. Okay, das nächste Grundstück ist vom Fox-Clan und das ist wohl ein riesiger Shop. Okay, Ich muss es einfach von außen sehen. Oh mein Gott. Mein lieber Scholli, was ist denn das? Nicht schlecht. Also das habe ich so auch noch nie gesehen. Das gefällt mir wirklich richtig. Also das ist, also eindrucksvoll ist es auf jeden Fall. Dieser riesige Eingang. Tierfarm ist noch im Bau. Alleine dieser Eingang. Fox Clan Shop. Hey Sky Guy. Wir möchten einen Spawner und ein 16er Merch für eine Community Farm und um neue Projekte zu bauen. Der Fox Clan. Okay, wem gehört das Grundstück hier? Lee Butter. Wollen wir ihm den Spawner mal geben? Willst du ihm den Spawner geben und ich mach das 16er Merch? Ich würde sagen, das machen wir. Mach du mal das 16er Merch klar. Also ich meine, so ein klar muss man. Nein, also jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich das hier schon so von außen sehe, dann muss ich auch, dann haben sie es auch wirklich verdient, wenn man so viel Mühe und Zeit hier rein investiert. Da kann man auch schon mal auf jeden Fall ein 16er Merch raushauen. Okay, ich habe jetzt mal /PSetOnerLee_Butter. Dir gehört jetzt auf jeden Fall ein 16er Merch. Also komm auf City Build 1 und schau dir das mal an. Und auf eurem Shop ist dann wahrscheinlich genau. Ja, ich habe hier direkt neben den Schildern habe ich hier das Ding gemacht. Zeig mal das 16er Merch, Devin. Warte, /PHLee_Butter. Ich muss mal ganz kurz gucken, welches das ist. Das zweite, genau. Mach mal /PHLee_Butter und dann 2. Und das ist das 16er Merch. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr hier drauf bauen werdet. Ja, da bin ich auch echt gespannt. Also jetzt habt ihr auf jeden Fall ordentlich Platz, um euch hier auszutoben. Oh ja, oh ja. Oh, Le Butter ist sogar gerade online. Komm mal schnell. Ah, da ist er. Er hat sogar einen Butterskin, kann das sein? Oha, wie das hier drinnen aussieht, ne? Warte, mir gefällt. Er hat also nicht gesehen. Er muss den Spawner sehen. Ich glaube, dann freut er sich des Todes. Komm mal her, Butter. Warte mal, ich porte ihn mal hier hin. Er hat's gesehen, er freut sich. Guck. Okay, ich schreibe auch mal MSG Lee_Butter. Du hast jetzt auch ein 16er Merch. Okay, oh Gott, da ist erstmal der ganze Clan, glaube ich, hergekommen. Oha, oder? Oha, was geht denn hier ab? Okay, wir müssen jetzt noch das Grundstück bewerten. Ja, pass mal auf. Ich muss, also wenn man hier so steht, ne, dann, das ist alles so eindrucksvoll gebaut, ne, das gefällt mir einfach richtig, das hat richtig was. Auch diese Treppe alleine, okay. Dass man das so symmetrisch hinbekommt alles und dann ist hier noch so ein Auto. Okay, hier geht's dann hoch. Okay, hier wird noch gebaut, aber man muss zu seiner Verteidigung, warum es noch nicht fertig ist, das ist echt viel Arbeit. Das Ding ist, dass hier ist so viel Zeug und so, mein Minecraft ruckelt sogar ein bisschen mit dem Shader hier. Hier ist jetzt noch nicht so viel gebaut, aber weißt du was? Ich glaube, das ist hier so ein Bannerlager, oder? Warte, hier ist oben auch noch was. Ich glaube, hier so langsam kommen wir in den. Nee, hier wollen sie ein Casino bauen. Es funktioniert nicht. Casino und Bau. Okay. Das kommt noch also. Sehr cool. Also was für Projekte die alle haben, Alter. Was ist hier noch? Lee_Butter gleich. Hier geht's auch noch weiter hoch. Krass, wie hoch das auch ist, ne? Hier sind, glaube ich, Privaträume, oder? Was steht hier? Popcorn-LP? Okay. Nicht, also das ist ein riesen Clan-Grundstück. Weiter so, also... Also, das Grundstück ist einfach nur krank. Ja.
Also, auch wenn es noch nicht fertig ist und auch wenn wir eigentlich immer sagen, ja, wir geben jetzt einfach mal nicht die Nein, Beste, ich, das ist eine Volldrachenei-Bewertung. Ich wollte nämlich gerade auch sagen, das ist da, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Auf jeden Fall. Okay, diesmal musst du sie setzen, ich hab sie gerade gesetzt. Okay, warte, setz ich sie mal hier hin. So, zack. Also, nee, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Fettes Lob geht auf jeden Fall an dieser Stelle raus an den Fox-Clan. Macht auf jeden Fall weiter so. So, okay, ich bin beim nächsten. Du kannst nicht die Bienen, Alter. Und das ist auch wieder ein großes Grundstück. Okay, the okay, White House. Hey, das ist das Weiße Haus. Das Weiße Der hat das Weiße Haus nachgebaut. Oh, das sieht sogar richtig... Ich habe mal so einen Film geguckt, da hat man das Weiße Haus halt auch richtig krass gesehen und das sieht einfach 1:1 so aus. Also richtig, als hätte er wirklich so... Ja, den, das ist echt richtig gut getroffen. Ich habe House of Cards geguckt, da sieht man das Weiße Haus auch öfters mal. Und das ist auf jeden Fall, das sieht richtig gut aus. Dann noch diese Amerika-Flaggen und so. Also, hat auf jeden Fall was. Und hier wieder Adidas und Nike-Banner. Ja, und sogar Louis Vuitton. Komm mal her, guck mal. Nein, das darf natürlich nicht fehlen. Nicht schlecht, Alter. Gefällt mir auf jeden Fall. Also von innen sieht das auf jeden Fall auch echt nice aus. Und der, bei ihm muss auf jeden Fall echt laufen. Da überall Enderkristalle, Dracheneier. Ich glaube, hier geht's zum Bunker runter. Aber wollen wir uns den Bunker fürs Ende aufheben? Ja, den Bunker heben wir uns. Ich bin gespannt, wie der Bunker aussieht auf jeden Fall. Oh ja, okay. Gehen wir mal hoch. Okay, er ist hier noch im Bau, okay. Aber man sieht auf jeden Fall, es steckt hier so viel Liebe rein. Ja. Das sieht richtig geil aus. Ja, hier gibt es jetzt leider noch nichts zu gucken, aber ich muss sagen, das ist auf jeden Fall echt krass hier. Also hier sind noch, okay, die Räume sind so mit noch alle ziemlich leer. Und okay, er baut es quasi von innen nicht so wie das Weiße Haus nach, sondern er baut hier quasi einen Shop rein. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, ist da der Bunker oder habe ich mich vertan? Lass mal. Warte mal, was ist denn hier unten hier? Okay, hier kommt noch was. Ja, hier Das hier Ding kommt. Ist, warte, wem gehört das Plot? Das gehört Only for you. Tu Wilco und mir mal den Gefallen, bau hier einen richtig geilen Bunker rein. Ja, einen richtig krassen, so eine richtige Kommandozentrale wie im echten Weißen Haus. Das hätte richtig Style auf jeden Fall. Mann. Okay. Oh, hier ist sogar noch die Amerika-Flagge so mit Schalker-Schalen gebaut. Also so wie es halt geht. Nicht schlecht, Alter. Nee, also. Krass. Also ich muss echt sagen, die Idee gefällt mir richtig, richtig gut. Ist mal was anderes auch auf jeden Fall. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Doch, also einmal gab es ein Weißes Haus. Weißt du noch, da hat Donald Trump drin gewohnt. Oh, aber das Weiße Haus hier hat auch auf jeden Fall, das hat richtig Ehre hier. Ja, auf jeden Fall. Ich würde, weil es halt echt noch nicht so wirklich fertig ist, ich ein Drachenei und zwei Beacons geben. Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir aber nochmal vorbei und schauen uns das nochmal an, wenn es fertig ist. Ich bin echt gespannt, Alter. Okay, ich definiere mich mal zum nächsten Grundstück und das ist ein sehr, sehr, sehr großes Grundstück. Was ist denn meine okay. Güte? Warte, bevor wir jetzt hier rüberfliegen und alle schon sehen, wollen wir hier einmal durchlaufen? Also wirklich dem Weg folgen, so wie er das... Warte, wo ist denn der Eingang? Borner? Okay, hier ist nicht der Eingang, warte mal. Wir müssen einmal kurz den Plot-Eingang finden, dann lass mal. Ich glaube hier. Okay. Kaufen und verkaufen, SW Farm Shop. Okay, das ist nochmal was anderes. Also auf jeden Fall alles sehr grün hier gestaltet, ne? Aber hat auch mal was, ne? Ah, hier sind so Verkaufsbuden quasi. Hier kann man Fisch, Brot und Fisch... Also okay, man kann es hier verkaufen und kaufen. Ah! Das ist geil. Okay, warte, wem gehört das Grundstück überhaupt? Papa Schatzi, okay. Und Mama Schatzi. Und Blackstep. Okay, nicht schlecht. Fischerhütte, okay. Hier ist so eine kleine Fischerhütte, hier kann man auch nochmal Fisch kaufen. Krass. Ja, das ist quasi wie also so ein auch alles, was ich hier wieder geil finde, ist, dass hier auf jeden Fall sich was gedacht wurde. Wenn man das so hier oben sieht... Dann denkt man erst so, okay, das ist ja ein richtiges Durcheinander, aber nein, Leute haben sich hier echt was Geiles bei gedacht. Hier kann man TNT kaufen und man kann hier auch alles, also nicht alles, aber das meiste kann man auch verkaufen. Man kann hier zum Beispiel TNT verkaufen. Natürlich exklusive jetzt für nicht so viel, wie man es kaufen kann, aber hat auf jeden Fall was. Guck dir das mal an. Exklusive Köpfe. Oh, der sieht gruselig aus. Oh, der guckt ja, der guck guckt ja böse aus der Wäsche, Mann. Dreh dich mal um. Oh. Oh Gott. Okay, was gibt's hier noch? Okay, hier gibt's Holz. Das ist quasi wie so ein Dorf, wie so ein Marktplatz aufgebaut.
Hier ist ein Haus. Zutritt nur auf Aufforderung. Wollen wir trotzdem mal rein zum Bewerten? Ja, okay. Wir mal böse sein? Komm, wir gehen mal rein. Okay, hier natürlich wieder Papagei am Start. Oh, hier ist eine Karte. Hier sieht man, wie riesig das Grundstück ist auch. Ja, einfach nur krass. Hier ist quasi der Start gewesen. Okay, heftig. Okay, dann geht's hier in den Keller. Lass mal oben erst reingehen. Lass es hier oben. Okay, hier ist nur so ein kleiner Tisch zum Chillen. Hallo. Nee, hat auf jeden Fall was. Auch echt gemütlich, das Grundstück hier so, ne? Hier geht's zu einer Baumfarm. Oh, lol, guck mal, die haben eine richtige Baumfarm. Also quasi wirklich so, jeder Baum hat seinen Platz. Und wenn er abgeholzt wird, kann man den genau da wieder hinsetzen. Hier ist sogar ein Beacon mit Eile 2, damit man das schneller abbauen kann. Oh, das ist natürlich echt geil, wenn man sowas hat, ne? Was ist hier sonstiges? Ah, hier ist dann das La... Oh Gott, du siehst alleine, wie effektiv die Baumfarm ist. Guck mal alleine in die Kiste von Eiche, wie viele Setzlinge. Alleine die ganzen Saplings. Das nee, zeigt schon, also krass die krank Farbe. Auf jeden Fall. Okay, was gibt's hier noch? Okay, hier ist quasi so eine kleine Wohnstube mit einem Kamin. Okay, hier ist der Stall. Ein Schweinchen. Die haben hier und echt Lama. Alles, ne? Mr. Spooky. Oh, pass mal auf, dass er dich nicht anspuckt, ey. Hier ist noch eine... Oh, hier ist Lotte, die Kuh. Hallo, Lotte. Okay, hier ist noch eine Schafsfarm, glaube ich. Oh, sorry. Die Schafsfarm? Aber die haben alle keine Namen. Hier doch. Dolly 17, Dolly 15, Dolly 6, Dolly 9. Oh, da war jemand... Dolly 18, Dolly 12. Da war jemand ganz einfallsreich. Hallo, Dolly 16, hallo, Dolly 4. Okay, ist hier noch was? Okay, ich glaube... Okay, die Schafsfarben, was gibt's dann noch? Haben wir alles gesehen? Ich glaube nicht. Hier ist nämlich noch viel, viel mehr, Alter. Ah, hier. Zauberhafte Angebote. Zauberhafte Angebote? Okay, hier gibt's ein Enchantment-Table. Hier kann man Bücher kaufen direkt und Lapis zum Verzaubern. Was hier ist ein Herobrine-Kopf. Hallo, Herobrine. Okay. Ah, hier sind Verzauberungssachen. Also, krass. Das Grundstück ist auf jeden Fall so riesig, ne? Also, hier ist noch eine große Farm. Weizen. Kartoffeln, okay. Und ein Turm. Guck mal, der Turm hier, Alter. Ich glaube, das soll so ein verlassener Magierturm sein oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also, krass auf jeden Fall. Okay, wollen wir zur Bewertung kommen? Ja, lass zur Bewertung kommen. Okay, das wird jetzt lustig. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich höre erst mal zu, was du sagst. Das ist gar nicht mal so leicht. Das stimmt, deswegen lasse ich dich mal bewerten. Ich glaube, es ist eine Volldrachenei-Bewertung. Eine Volldrachenei? Ich glaube schon, ja. Eine Sache haben wir noch gar nicht geguckt. Keller gibt... Okay, Keller gibt's nicht. Okay, gut, okay. Also einen kleinen gibt's, aber das ist keiner, den man... Ich würde Folgendes sagen. Ich würde sagen, zwei Dracheneier, ein Beacon, weil ich finde, mir ist das Grundstück ein bisschen zu unübersichtlich. Okay, vielleicht fehlt ja noch ein bisschen Beschilderung. Ja, irgendwie, also das ist zwar alles echt geil und man merkt, die haben sich da auf jeden Fall was bei gedacht. Und die Häuser sehen auch alle echt geil aus. Aber es ist ein bisschen wuselig alles. Ich habe eine Idee, wie wir denen nochmal helfen können. Komm mal zu mir. Wollen wir denen was schenken? Komm mal zu mir. Guck mal in die Kiste. Ja. Ich glaube, das wird nochmal ein bisschen helfen, oder? Ja, das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Okay, dann Bewertung. Ist das hier auch der Eingang? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Das pH ist quasi einfach nur vor so einer Steinwand. Deswegen glaube ich mal, dass es das der Eingang ist. Okay, dann. Ich habe nichts Besseres gefunden. Machen wir. Oh, ups, das war falsch. So. Machen wir zwei Dracheneier, ein Beacon und dann das Schild daneben. Zack, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, das Grundstück. Ist auch mal was anderes. Bisschen. So ein bisschen mittelaltermäßig ist das, ne? Okay, Moment, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, hier ist der Eingang. Wollen wir hier einfach auch die Bewertung hinhauen? Ja, komm, wir hauen hier auch einfach die Bewertung hin. Ich glaube nämlich, hier ist der. Ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt sind wir aber auf der sicheren Seite. Okay. Okay, krass. Das Ding ist, Devin? Ja. Ich bin hier gerade bei einem Grundstück und hier sind ungelogen, das wurde mir gerade eingeschickt zum Bewerten. Ja. Und hier sind ungelogen 20 Spawner. 20? Das kann gar nicht sein. Das heißt, das kann wirklich nicht sein, ne? Also, nein. Nee.
Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, oder? Ist das ein Clan-Merch oder so? Nein, oder? Junge, das ist ein Einer-Merch. Nein, das nicht. Löschen, oder? Ja, löschen. Warte, ich komme. Achso, nein, das ist Michael. Nein, Wilko! Hä, das wusste ich doch nicht, dass es deiner ist. Digga, du kannst ja PI machen, das ist mein Grundstück gewesen. Ja, das denkst du, ich mach immer PI? Oh, Digga, nein, da sind die... Oh, das, da arbeite ich dran. Da mach ich die... Oh, Junge, Wilko, da mach ich doch die ganzen Kisten und die Sachen. Für die Menüs, das weißt du, wie viel Arbeit das war. Hast du es mit... Hast du P-Clear gemacht oder slash statt 0? Ich hab P-Clear gemacht. Oh, nein. Aber ich hab's kopiert. Boah, Junge, Alter, das Ding ist... Digga, hättest du das gelöscht? Ohne Scheiß, ich wär, glaube ich, eine Woche nicht mehr online gekommen. Oh mein Gott, da ist die ganze Vorbereitung für Weihnachten drauf gewesen. Oh Gott, nein. Oh Gott. Nein. Ich hab's kopiert. Alles entspannt. Ich paste es dir gleich wieder ein. Okay. Aber damit kommen wir auch zum Ende von Grundstücken bewerten. Das Ding ist, stopp mal, siehst du diese Partikel hier auch noch in der Luft? Ja, ich sehe die auch noch. Das sieht aber mega geil aus. Ja, hat auf jeden Fall was, ne? Puh, mein Herz. Oh, okay. Okay. Puh, okay, also durchatmen, Devin. Dann war es jetzt auf jeden Fall mit der Folge Grundstücke bewerten. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch mal auf meinem Server sehen würde. Die Server-IP findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt gerne mal vorbeischauen, ihr seid auf jeden Fall alle herzlich eingeladen. Und dann war es das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich, ciao.